Hallo, heute möchte ich mal zeigen, wie man eine Holzbalkendecke komplett austauscht. Wie man hier sieht, fehlen dem Raum schon alle Balken, denn die Balken waren so locker 50% morsch und sie waren natürlich noch dadurch eingesunken und nicht mehr auf dem entsprechenden Höhenniveau. Ähnlich dieser Balken, an denen wir Bohlen angeflanscht haben, um wieder auf ein vernünftiges Niveau und auf die Waagerechte zu kommen. Jetzt sind wir am Übergang in den anderen Raum und können das Bodenniveau übertragen. Doch zuerst einmal möchte ich zeigen, was bisher geschah. Wir haben hier einen Längsbalken, der im Prinzip die ganze Etage trägt, in der Mitte vom Gebäude. An diesen haben wir ja die defekten Balken abgesägt. Und hätten natürlich die Möglichkeit, jetzt hier neue Balken aufzulegen. Dann würden wir erstmal die Position hier nicht mehr treffen, was weniger problematisch wäre, weil wir den neuen Balken daneben anordnen müssten. Allerdings ist ja hier alles abgesunken. Aber dann hätten wir, nachdem wir unsere niegelnagelneuen Balken eingebracht haben, noch das Niveau anzupassen. Das machen wir jetzt im ersten Schritt mit Betonestrich an den entsprechenden Auflagern. Hierfür haben wir uns Punktfundamente gegossen, welche ich in einem anderen Video schon dargestellt habe. Aufgrund der Verschalung und der damals noch existierenden Decke haben wir nur bis hierher gießen können. Die Punktfundamente gehen 50 bis 60 cm tief in die Erde, sind bewehrt und nach oben hin haben wir dann sukzessive mit diesen Hohlblocksteinen aufgemauert und sie mit Betonestrich gefüllt. Die letzten 5 cm haben wir uns offen gelassen zum Auffüllen mit Betonestrich, wenn der Balken gesetzt wird, und zum genauen Nivellieren. Hierfür haben wir eine ganz simple Verschalung aus Holzbrettern und Schraubzwingen gewählt. Und hier kommt der Nachbarraum wieder ins Spiel. Von diesem haben wir uns die 20 cm der neuen Balken abgemessen. Die Luft brauchen wir. Und hier sind wir bei der Höhe, in der unser Querbalken endet. Der ist 14 mal 24 und diese Höhe ziehen wir hier noch ab. Und das Ganze haben wir entsprechend halt auch markiert und haben noch 3 mm abgezogen, um noch etwas Platz zum Ausgleichen mit dem Betonestrich zu haben. Die Verschalung ist natürlich auf ganzer Länge waagerecht und überall diese 3 mm tiefer. Beim Unterfüttern dieser Punktfundamente, über die wir bereits in einem anderen Film gesprochen haben, haben wir diese PE-Folie eingebracht, um eventuell aufsteigende oder vorhandene Feuchtigkeit im Beton zu stoppen, sodass der Balken nicht gammelt. Diese Folie haben wir extra breit gewählt und legen sie dann nachher über uns zum frischen Beton drüber, um den neuen Balken genauso zu schützen. Eine Unterbrechung der Folie hat keinen Sinn, weil zwei Schichten übereinander kapillar wirken würden und die Feuchtigkeit hindurchsaugen würde. Wenn man Folien miteinander verbindet, sollte man einen Dampfbremsklebestreifen verwenden. Um den neuen Balken letztendlich auf Maß zu sägen, empfiehlt sich eine Kettensäge. Denn der tragende Querbalken soll weitergehen unter dem Gebäude und hier eine Stufe erhalten. Angezeichnet wird beidseitig mit Winkel. Beim Benutzen der Kettensäge in Wohnräumen kann ich nur jedem empfehlen, Bioöl zu verwenden, anstatt irgendwelches synthetischen Öles, welches die Wohnung komplett kontaminiert. Man sieht hier, dass doch eine Menge Öl beim Sägen ausgeflossen ist. Zum Abschluss musste ich mit der Säbelsäge nachhelfen. Und man sieht ja, dass man mit der Kettensäge leicht in Verzug kommt und das dann kaum noch korrigieren kann. Da sind ein paar Absätze drin, aber im Großen und Ganzen ist das Ganze eben geworden.
und wir haben einen rechten Winkel erhalten. Wer eine große Handkreissäge besitzt, der sollte von beiden Seiten schneiden und das Ende mit der Säbelsäge durchtrennen. Bevor man jetzt den zugeschnittenen Balken installiert, ist es hilfreich, ihn in passender Höhe auf einen Bock zu hieven und schon mal probeweise auf das Lager aufzulegen. Eventuell gibt es noch Kleinigkeiten nachzusägen, damit man den Balken passend einlegen kann. Die Oberfläche des Betons sollte man vorher wieder aufrauen, damit die nächste Schicht Beton auch wunderbar greift. Doch bevor wir jetzt den Balken installieren, noch ein paar statische Betrachtungen. Zuerst einmal sollte bei derartigen Arbeiten auf jeden Fall ein Baustatiker mit einbezogen werden, da der Balken ja letztendlich die ganze Geschossdecke tragen soll. Eventuell könnte unten drunter jemand mal erschlagen werden oder auch der sich oben drauf bewegt, könnte mit der gesamten Decke einbrechen, wenn die Last zu hoch wird oder das Lager bzw. der Balken nachgibt. Es könnte ja sein, man installiert ein Aquarium, das locker mal eben mit 1 Kubikmeter Wasser eine Tonne wiegt. Oder man feiert eine Party, viele Leute springen rum und tanzen rum und die Belastung ist einfach zu hoch für das System. Das muss sichergestellt sein. Wenn man sich allerdings an den vorhandenen Balken orientiert, so kann man gar nichts falsch machen. Denn diese wurden ja einmal für das Haus und dessen Belastung dimensioniert. Aus diesem Grund verwenden wir den gleichen Querschnitt, das heißt die gleichen Höhen- und Breitenmaße bei unseren Balken unter der Dielung. Weil wir diesen Querbalken allerdings nicht im gleichen Querschnitt bekommen haben, so haben wir ihn etwas höher gewählt, um in etwa die gleiche Lastaufnahme, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, zu erzielen. Denn je höher ein Balken ist, desto stabiler ist er gegen Durchbiegung, wenn die Kraft von oben wirkt. Wir ergänzen hier 22x16 mit 24x14 cm Querschnitt. Und weil wir den neuen Balken neben den alten Balken aufsetzen, entlasten wir ihn somit und sparen ca. 50% Last. Das heißt, beide Balken sind dann extrem überdimensioniert und eigentlich viel zu groß für das System. Jedoch haben wir dann gleich die Möglichkeit, diesen neuen Balken eventuell später zu nutzen, falls bei einem späteren Umbau das exakte Höhenmaß dieses Balken genutzt werden soll und der alte Balken dann gar nicht mehr von Interesse ist. Zu beachten ist, dass hier eine Schwelle ist, die das ganze oberliegende Fachwerk hält. Aus diesem Grund mussten wir unseren Querbalken verjüngen und um 50% seiner Tragfähigkeit kürzen. Das ist aber kein Problem, da diese Verjüngung des Balkens unmittelbar im Auflager passiert und man generell bei der Dimensionierung von derartigen Systemen von einer statischen, gleichverteilten Last ausgeht, welche sich in der Mitte am größten und stärksten entfaltet und somit am Rand den geringsten Querschnitt des Balkens, jedoch in der Mitte den größten benötigt. Das heißt, der Querschnitt des Balkens bzw. des dahinterliegenden Balkens ist aufgrund der maximalen Belastung in der Mitte dimensioniert worden. In der Regel kann man davon ausgehen, dass dann das Auflager, wenn es denn volle Stärke hat, mehr als 50% überdimensioniert ist. Das heißt, mit unserer Größe hier haben wir gar kein Problem. Wenn wir nicht mehr als 50% wegschneiden, erfüllen wir voll die statischen Voraussetzungen. An den Auflagepunkten werden wir den Balken nicht in den Beton einlegen, sondern ihn trocken halten. Das realisieren wir mit PE-Folie aus Polyethylen. Diese ist sehr langlebig, man spricht von mehr als 100 Jahren und da sie im Keller installiert ist, wird sie keiner UV-Strahlung ausgesetzt und auch keiner hohen Temperatur. Das sollte die Lebenserwartung deutlich steigern. Außerdem enthält Polyethylen keine Weichmacher. Polyethylen wird weiterhin für Rohre wie zum Beispiel Trinkwasserleitungen, aber auch für Kabel verwendet. Allein das zeigt, was für ein langlebiges Produkt es ist. Ein weiterer Vorteil ist,
Es ist flexibel und wir können es zu allen Seiten um den Balken umschlagen, um ihn komplett vom feuchten Mauerwerk zu trennen. Viel besser ist es natürlich noch, wenn man ein Blech aus Aluminium oder Edelstahl zurechtschneidet und unterlegt. Hierfür kann man auch altes Material wie Dunstabzugshauben oder vielleicht auch ein Nummernschild missbrauchen. Zum Betonieren des Auflagers wird abermals Betonestrich verwendet. Natürlich kann man seine eigene Mischung mit normalem Portlandzement zubereiten. Doch bevor wir den neuen Estrich einbringen, wässern wir nochmal den alten, dass er nicht gleich die komplette Feuchtigkeit aus dem neuen Betonestrich raussaugt und ihn verbrennt. Anmachen sollten wir den Estrich nicht zu feucht, sodass der Balken nicht wegschwimmt und er noch nivelliert werden kann. Ein Verdichten entfernt die letzten Luftlöcher. Die oberste Schicht Estrich ist etwas dünner, damit wir den Balken später nivellieren können. Wir gehen jetzt ein paar Millimeter über das spätere Niveau hinaus. Am rechten Auflager legen wir uns sogar noch ein 2 cm Stück Holz unter, damit wir beim Einkeilen des Balken in das enge Lager auf der linken Seite hier nichts beschädigen und dann langsam absenken können. Nachdem ich den Balken exakt ausgerichtet habe, kann ich das Höhenmaß auf die andere Seite projizieren und dort die Auflage betonieren. Hierfür säge ich mir Hohlblocksteine entsprechend auf Höhe zu. Der zwischen den Balken entstandene hauchdünne Spalt wird mit einem Blech verschlossen, damit der obere Balken auch auf dem neuen Balken tragend aufliegen kann. Sollte der Spalt größer sein, so kann man sich passend aus Holz ein Element zurechtsägen, welches man genauso mit einem Hammer reintreibt. Nach 28 Tagen hat der Beton die Normhärte erreicht und man kann ihn voll belasten. Bereits nach 7 Tagen kann man schon vorsichtig daran weiterarbeiten. Allerdings ist eine volle Belastung noch nicht möglich. Es könnten Teile abbrechen. Man kann natürlich noch
den neuen Querbalken an den alten randrücken, um letztendlich jeglichen Spalt hier zu eliminieren. Dafür verwenden wir Gewindestangen im Maß M12. Als Abstand für die Gewindestangen haben wir 50 cm gewählt und da jetzt beide tragenden Balken aneinander angeflanscht sind, wird das System insgesamt stabiler und noch weniger durchhängen. Es ist extrem überdimensioniert. Wenn das neue Auflager fest ist, kann man versuchen, den Balken reinzuheben. Natürlich bringt das Ganze ziemlich wenig, wenn man im Keller gemessen hat, aber im oberen Raum noch die Decke lag und der Fußboden und der Putz dementsprechend den Platz für den perfekt zugeschnittenen Balken nimmt. Somit nehmen wir nochmal die Kettensäge, kürzen den Balken ein, um ihn dann letztendlich auf diesem Auflager auszurichten. Für die Auflage auf dem möglicherweise feuchten Stein darf man sich wieder ein nicht rostendes Metallblech oder PE-Folie zuschneiden. Wenn also der Balken der Länge nach im Wasser ist, prüfen wir noch den Abstand zur Wand, und zwar am vorderen und am hinteren Ende, und richten den Balken aus. In unserem Fall mussten wir ein wenig nach links gehen. Die Feinjustage sollte nicht vergessen werden. Wir müssen nochmal die Wasserwaage anhalten. In unserem Fall schlägt die Libelle aufgrund der Krümmung des Holzes ungünstig aus. Aber im oberen Bereich ist der Balken halbwegs waage. Und was auch wichtig ist, am gegenüberliegenden Ende liegt er kippelfrei auf. Jetzt schlagen wir unsere Kunststofffolie hoch und gleichen den Estrich hier noch eben aus, damit sowas nicht zurückbleibt. Eventuell will man zu einem späteren Zeitpunkt dieses Auflager ja noch anderweitig verwenden. Und so genau kann man mit der Handkreissäge arbeiten, trotz der seitlichen Wölbung links und rechts, die der Balken mit der Zeit angenommen hat.